nur ich überlebt. Tobi, ich hatte gerade ein Mikrofon aus. Was soll ich sagen? Mein Name ist Willkommen. Heute spielen wir Resident Evil 3. Ist logisch, dass wir das heute spielen, da ihr auf das Video geklickt habt, um Resident Evil 3 zu sehen. Carlos, bitte komm! Carlos! Verdammt, haben wir keinen Empfang. Ja. Ups. Sorry, Leute. Ankündigung, neue UBC, bla bla Waffen. Gute Neuigkeiten, Schlappschwänze. Ihr habt ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert eurem Mann stehen könnt. Sie heißen Minengranaten. Diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt und werden euch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Sie sind schwer zu finden und etwas knifflig in der Handhabung. Aber vertraut mir, sie sind es wert. Okay, schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standardgranatenwerfern konzipiert. Versucht ja nicht, sie in das in was anderes zu schieben. Feuert sie gegen eine Wand oder den Boden und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor in der Mine erkennt, wenn sich ein Gegner nähert und explodiert, wenn dieser in Reichweite kommt. Werfen sie also einfach einen Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair gibt es im Kampf mit diesen Riesenfreaks nicht. Also geht da raus und kämpft schmutzig. Minengranaten. Minengranaten, hey. So. Ja, die Frage jetzt. Ich glaube, wir behalten noch die Pistole. Das verstauen wir. Das ist noch zu wichtig. Truheflinte behalten wir auch. Das verstauen wir alles. Ich glaube, ich mache das so. Herausnehmen. Ups. Dass wir die hier nehmen. Aufladen und mit der Pistole erstmal weiterkämpfen, ja. Und wir speichern erstmal ab. Ja. Gut, dann gehen wir. Oder wir haben hier jetzt nichts mehr und wir gehen weiter. Ne, ist nichts. Hier scheint auch nichts zu sein. Charlie, hello, my friend. Oh, scheint nichts mehr zu. Habe ich den vorhin erledigt? Oder hier machen wir 4. Das hier machen wir 1. Das hier machen wir 2. Das hier machen wir jetzt zu 3. Wie viele sind denn die überhaupt? Hm? Auch so ein Ding. Da scheint nichts mehr zu sein. Er ist immer noch am Leben. Ich muss weg hier. Kräuter im
entnommen. Ah, gut, dahinter kann nichts mehr sein, weil wir da nicht durchkommen. Scheint auch nichts zu sein. Recon, Recon, Recon City. Pflanze. Oh ne, ich hoffe mal, jetzt gleich kommt kein Bossfight. Ich hab jetzt echt wenig mit. Urturmbroschüre. Urturm St. Michaels. St. Michaels, oder keine Ahnung. Der Urturm St. Michaels ist ein Gebäude im Barockstil, das im Herzen von Recon City steht. Er ist zu einem geliebten Wahrzeichen geworden und gilt für viele Bürger als Symbol für die ganze Stadt. Die Kirche St. Michael erbaut diesen Turm 1908 mit der Hilfe mehrerer Philanthropen. Er ist in den Kindern gewidmet, die in der sich entwickelnden Stadt geboren wurden. Und das Erdgeschoss wurde lange Zeit als Grundschule genutzt. Die Stadt sah weiteres Wachstum durch die rasche Elektrifizierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die St. Michaels Grundschule schwoll auf über 600 Schüler an. Leider wurde die St. Michaels Grundschule 1978 geschlossen, da das Gebäude anfing, altersbedingte Schäden aufzuweisen. Die Uhr wurde gestoppt und es wurden strenge Zutrittsbeschränkungen für das Gelände erlassen. Jahrelang war dieses einst so geliebte Wahrzeichen und der Platz davor abgesperrt. Aber in den 1990 arbeitenden und die Umbrella Corporation zusammen mit Bürgermeister Michael Horner daran, die Gegend zu renovieren und wieder zu eröffnen. Dieses Mal sollten angemessene Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Uhrturm wurde 1993 offiziell wieder eröffnet und der Klang der schweren Glocken kann heute wieder im ganz Recon City gehört werden. Mein Gott, immer wenn ich lesen muss, ich atme mich so viel Luft ein, dass ich ausstoßen muss. Es tut mir leid. Nicht. Kleiner Pisser. Glaubst du wirklich? Kannst dich vor mir verstecken? Ich brauche eher Munition, das brauche ich. Da scheint ja nichts zu sein. Der kann nicht mal schwimmen. Carlos, melde dich. Ja, was ist? Vergebens. Der Zug ist entgleist. Entgleist? Ist jemand verletzt? Wir sind alle tot. Mikhail, sie alle. Oh, Scheiße. Nikolai hat uns verraten. Halt, was? Was zur Hölle? Nikolai! Jill, was war das? Jill, sag was! Bin am Arsch, Mann. Das ist los. Oh shit. Uncool, aber wir wissen, da ist Brandmunition.
Komm her. Von hinten. Aha. Wahnsinnig geworden. Ach, leck mich doch am Arsch jetzt. So, hier, zack, benutzen. Das bescheuerte Video ist kein Platz mehr. So, runter jetzt hier mit dir. Ja, das hat auf jeden Fall geklappt. Bist du verrückt, Alter? Hier ist Ruhestand. Lädt er sich so wieder auf? Oder? Ja, Madam, ich habe nicht mehr so viel Mund. Okay, dann mal los. Verrecke! Bist du noch da? Komm schon, du gibst jetzt den Geist auf? Komm doch mal. Also, ich hatte noch einen Schuss. Das war meine letzte Patrone. Und dann habe ich es geschafft. Ich glaube, da haben mir gerade eben die Entwickler geholfen. Ganz einfach. 100%, dass man sich einfach nur denkt, boah, ich habe noch einen Schuss, puff. Oh, ich habe es jetzt geschafft. Gott sei Dank, er hat mich fast fertig gemacht. Ja, ja, alles wird auch schon. So, auf jeden Fall Schrotflinte nachladen. Ugh!
Interessant. Du hast mir einen Gefallen getan, Miss Valentine. Jill! Hey, sag doch was! Verdammt! Tyrell, hörst du mich? Was ist los? Jill wurde infiziert. Ich bring sie zum Krankenhaus. Vielleicht kann Dr. Bart sie retten. Okay, ich treff dich da. Halt nur durch, Spocker. Das wird schon. Ja, sorry. Ich muss ja dann so den Impfstoff geben, ne? Ja, okay, gut. Hier speichern wir einmal ab. Was haben wir denn in den Kisten? Nehmen wir raus. Das nehmen wir raus. Munitionsmäßig stehen wir doch schon schlecht da. Tyrell, wo ist Bart jetzt? Muss im Labor hinten sein. Halt durch, bin unterwegs. Verstanden. Carlos, over. Carlos, bin Carlos, Carlos. Ja. Ungewehrmunition. Die scheint verschlossen zu sein. Sieht natürlich geil aus. Ja? Sieht echt geil aus, gefällt mir. Aber 2, 3, 4, 5. Ich habe eher das Gefühl, dass bei Carlos immer Action ist. Die ganze Zeit. Deshalb hat er auch sein Sturmgewehr. Das ist meine Vermutung. Shit. Er hat keinen Dietrich natürlich. Mist. Ich glaube, da ist immer so eine Hordenansammlung immer. Nicht anfassen. Habe ich hier einen Raum vergessen?
Das check ich gar nicht. Warum die hier wieder auferstanden ist. Wir gehen weiter. Senor. Was ist das denn? Achso. Willkommen beim Büro von Dr. Nathaniel Barth. Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen deutlich ins Mikrofon. Ach, hier geht's noch weiter. Ja, ich glaube, wir haben nur den Kassettenrekorder, können den aber nicht benutzen, weil wir keine Kassette haben. Und dann werden wir bestimmt eine Kassette finden. Ja, sag ich doch. Dr. Barth, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten. Öffnen Sie die Tür. Stimmenmuster nicht gefunden. Stimmenmuster? Ja, und ich glaube... Ach. Und ich glaube, dass wir gleich eine Kassette finden. Was für ein Sci-Fi-Mist ist das denn? Und dann wird er bestimmt sagen, hey, hier... Hier geht's nicht weiter. Wo ist der verfickte Scheiße? Was ist denn hier los? Einfach zu viele, aber wir müssen diese Affen hier jetzt töten. Dieses Spiel sehen und gucken, was hier alles so gibt. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Karte. Ungewehrmunition. Ja. Ich glaube, hier wird die Scheibe erst einbrechen, wenn wir die Karte haben. Dein Ernst, das gibt's nicht. Ich hab doch schon gesagt, gute Nacht. Ach, das ist immer das Beste, wenn der Schädel platzt. Okay, gut, da geht es nicht weiter. Kumpel, Alter, dir ist der Schädel weggehauen. Weggesprengt. Das war so klar. Ich verstehe das nicht. Warum ist das denn nicht so, dass wenn der Timer abläuft, dass man sich wirklich komplett retten kann?